haben wir jetzt. Und hier ist die Sabine. Und Sabine ist 55. Guten Morgen, Sabine. Hallo, du, Mian. Hallo, Sabine. Von deiner ganzen Sexerei, da muss ich erstmal wieder zu meinem Thema kommen. Okay, atmen wir mal einmal tief durch. Jetzt kommt was ganz anderes. Wobei das gerade war ja, da war ja der Sex nebensächlich, sondern es ist ja fast ein Mord geschehen. Ja, ja. Ja, bei mir geht es um eine Tote. Um eine Tote? Ja, und zwar bei uns am Wald gab es ein Försterhaus, wo wir auch als Kinder Kastanien und Eichen und so einen ganzen Mist hingeschleppt haben für die Tiere. Mhm. Und da gab es eine Brücke über die Ilmenau. Das ist so ein kleiner Fluss. Ja. Und irgendwann hatte ich dann zu meinen Kindern gesagt, ich will euch mal zeigen, wo ich immer als Kind gespielt habe. Mhm. Habe meine Kinder genommen und mein Patenkind noch. Mein Sohn war, der muss so 4 gewesen sein, meine Tochter 10. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Und naja, wir sind dahin und haben da auch so rumgeflaxt und gemacht und getan und mit mal schwimmt uns da jemand entgegen. Ach. Und das war eine kleine Person und ich hatte gedacht, das ist ein Kind. Mhm. Nun hatte ich meine 3 Kinder dabei und mein erster Gedanke war, du musst irgendwie dieses Menschenwesen da rausholen. Also war dir schon klar, dass das ein Mensch war? Das, ja, das war sofort klar. Das konnte man sehen. Lag der Mensch auf dem Bauch? Nee. Ja, Gott sei Dank. Auf dem Bauch, also das Gesicht ins Wasser. War im Wasser. Mhm. Aber die hatte so einen blauen Rock an. Und da meinem Sohn habe ich dann erzählt, der war noch sehr klein. Oh, da hat wieder einer seinen Müll reingeschmissen. Soweit hatte ich dann schon geschaltet. Mhm. Habe die 3 Kinder genommen und bin dann bis zum nächsten Haus gelaufen. Mhm. Und habe dann die Kripo anrufen lassen. Aber währenddessen schwamm doch dann die Leiche weiter den Fluss runter. Aber die wussten ja nun... Da ist sowas, da ist was, wussten die. Ja, wo und vor allen Dingen, wo sie was aufbauen können, wo sie die dann rausholen können. Mhm. Da habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht, dass ich da nicht handeln konnte. Mhm. Aber in dem Moment waren die 3 Kinder auch irgendwo wichtig. Irgendwie ist man auch kopflos, wenn man sowas sieht. Die anderen Kinder, haben die das denn kapiert? Ja, sofort. Sofort? Sofort. Also da war sofort klar, das ist ein Mensch, das ist nicht eine Puppe oder irgendwas. Nee, das hat man gesehen. Wie alt waren die anderen Kinder? Also meine Tochter, die muss so 10 gewesen sein, ja. Und die andere, die war so 11, 12. Wie hast du denen das dann erklärt? Ja, hinterher, als wir dann in Ruhe hatten, habe ich denen das dann erzählt. Und dann kam auch der Kripo-Mensch noch zu mir und sagte mir dann, das war kein Kind. Es sah bei denen auch erst von Weitem so aus. Es war eine über 80-Jährige, die sich das Leben genommen hat. Ach. Die haben zu Hause einen Brief gefunden, einen Abschiedsbrief. Und die Frau ist ertrunken, oder? Ja, die ist da ins Wasser gegangen. Und das kannst du nicht mit dem Rhein vergleichen oder so. Halt so ein ganz normaler, kleiner Fluss, wie der überall so rumplätschert. Und da ist die Frau drin ertrunken, in diesem kleinen Fluss. Ja, ja gut, wenn sie vielleicht nicht schwimmen konnte und vielleicht krank war oder... Wie sie es gemacht hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich so erschüttert, dass sie sich da nun mit in so einem hohen Alter das Leben genommen hat. Mhm. Wie lange lag sie denn da schon in dem Wasser? Wie lange trieb sie denn schon? Weißt du das ungefähr? Das war kurz vorher, kurz wieder vorher. Rein. Ja, ja. Mhm. Bloß die sagten mir auch, ich hätte die allein nie rausgekriegt, weil die so vollgesogen war, die Klamotten, alles. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass als du das gesehen hast, dass die Frau da schon tot war? Ja, da war die tot, ja. Da hättest du gar nichts mehr machen können? Nein. Und die haben halt auch wirklich gesagt, ich hätte keine Chance gehabt. Die haben die mit 4, 5 Feuerwehrleuten da rausgeholt. Mhm. Du kanntest die Frau aber nicht? Weitläufig. Nee, zum Glück nicht. Mein Vater kannte die. Also wir waren da in dem Ort auch nur zu Besuch. Mhm. Und weiß man was Näheres, warum die Frau sich das Leben genommen hat? Ja, Ärger mit der Familie. Ach, sie war gar nicht krank? Nee. Bloß sie war wohl irgendwie über. Mhm. Wie das halt häufig so ist. Ne? Das ist auch so eine Situation, die man eigentlich nur so in Krimis sieht. Ne? Ja. Und plötzlich ist man selbst in der Lage und sieht da was schwimmen. Genau. Dann bin ich erst noch gefragt worden, ob ich noch irgendwelche Leute gesehen habe. Und es hätte ja auch was sein können, dass das einer gemacht hat oder so. Ja. Und aber das war nicht. Und dann kamen sie nachher aber halt nochmal und sagten, wir haben in der Wohnung den Abschiedsbrief gefunden. Mhm. Aber da reden meine Tochter und ich heute noch drüber. Die Tochter ist heute wie alt?
Ja, über 30. Über 30, ja klar. Ja. Wahrscheinlich war es für die Tochter ein noch intensiveres Erlebnis als für dich als erwachsene Frau. Ich meine, für dich war es auch schon ungewöhnlich genug, so etwas zu erleben. Ja, und ich hatte durch meinen Beruf auch schon Tote gesehen und so. Aber das ist eine ganz andere Sache, wenn damit mal einer so lang schwimmt, ne? Das denke ich manchmal auch, wenn man so in Zeitungen liest, dass zum Beispiel Spaziergänger irgendwo im Wald eine Leiche finden. Ja, ich habe immer gesagt, ich finde beim Pilze suchen mal eine Leiche. Und dann ist es fast indirekt passiert. Ja, und wir waren danach auch ab und zu noch mal Pilze sammeln, aber mein Mann war das zu anstrengend. Der durfte nicht mehr als einen Meter von mir weg, weil ich wirklich Angst hatte im Wald. Ne? Seit diesem Ereignis? Ja, total. Haben wir vorhin schon mal gehört, ja. Ja. Das geht auch nicht weg. Und dann hatte ich auch nachts ganz böse Albträume. Da bin ich schreiend mit meiner Bettdecke durchs Haus gelaufen. Ich habe gedacht, ich werde irre. Und ja, es verfolgt einen halt. Heute geht es. Aber ja, ist halt so. Und das sind Erinnerungen, die bleiben. Ich glaube, wenn man so etwas erlebt hat, kann man sich vielleicht ganz wenig vorstellen, was so unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßelterngenerationen in den Kriegen erlebt haben, die ganz viele Leichen gesehen haben, was die aushalten mussten, wie traumatisiert die waren. Ja, ja. Die kommen ja im Alter, kommt das ja alles wieder hoch bei denen irgendwann. Ja. Weil sie es einfach, sowas kann man nicht verarbeiten, schon allein die Bilder nicht. Meinung, wo unsere Jungs jetzt überall hingeschickt werden, ist ja kein Wunder, dass die alle mit einer Macke wiederkommen. Das kann man nicht wegstecken. Und wenn ich dann höre, wenn Domian da immer allein irgendwo in seinem Lappland da ist, irgendwo in einer einsamen Hütte, da kriege ich auch Schiss. Ach nee, ich habe da wirklich nie Sorge. Das ist so, ich fühle mich da ausgesprochen sicher. Und weißt du, ich finde es gruseliger, nachts durch den Kölner Stadtwald zu gehen. Ja, glaube ich. Und das ist auch gefährlicher, als tief in Lappland eine Nachtwanderung durch den Urwald zu machen. Ja, glaube ich. Das ist wirklich ein Unterschied. Wir fahren immer nach Dänemark und da habe ich komischerweise auch überhaupt gar keine Angst. Ja. Gar nicht. Sabine, danke auch für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute. Mach weiter, Domian. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und schon.